Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir und herzlich willkommen zu ein Monat nur Pizza essen. Heute ist Tag 15 und Woche 3 startet und diese Woche wird sehr außergewöhnlich. Sie wird extrem viel abverlangen von mir. Nicht nur, weil ich schon nach über 3 Wochen Pizza essen echt langsam müde werde. Ich fühle mich fett, ich fühle mich verpickelt. Habe allerdings noch trotzdem 14 Tage vor mir, wo ich Pizza mit euch zusammen essen muss. Das Problem ist, Leute, ich befinde mich immer noch in Amerika. Aus einem ganz einfachen Grund, ich habe keinen Bock zurück nach Deutschland. 50% Steuer, Merkel ist immer noch da. Ganz offiziell hier aus der Bildzentrale, 32% Steuern ab jetzt. 32%? Na dann zurück nach Deutschland. Ich werde erst heute Abend zurückfliegen um 18 Uhr. Das heißt, ihr kriegt exklusiv noch einen Tag aus New York, so einen halben. Und beim Hinflug hier nach New York habe ich das Problem, dass ich extrem gehungert habe, weil ich einfach keine Pizza bekommen habe. Das heißt, jetzt vor allem sollte ich mich mit Pizza vollfressen, dass ich es bis morgen aushalte. Jetzt allerdings holen wir uns einen Bagel. Alter, ich bin in New York, Leute, und hier sind Bagels wirklich wie Schnitzel in Bayern. Also wirklich, hier gibt es überall einen Bagelladen. Zum Beispiel auch direkt hier, Zuckers Bagel. Bagels sind so verdammt lecker, aber sie haben nichts mit Pizza zu tun. Oder doch? Weil hier gibt es, wie ihr sehen könnt, einen Pizza Margarita Bagel. Damit ihr den ganzen Monat Pizza nachvollziehen könnt, in der ersten Woche waren wir in Hamburg, haben da extrem viel erlebt und Pizza gefressen. In der zweiten waren wir in komplett New York, haben mir die Pizzen auch auseinandergenommen. Und Woche 3 wird langsam echt ein Kampf einfach nur noch. Aber trotzdem kleine dicke Empfehlung, damit ihr das Projekt komplett verstehen könnt. Schaut euch erstmal Teil 1 an, dann 2 und dann hier Teil 3. Moment mal, erinnert euch das nicht an den dicken, fetten, berühmten Pizza Burger von damals? Vor allem, wie durchgeknuspert ist der bitte? Boah, der, oh, der brennt ja richtig. Wie viel Peperoni ist denn da drauf? Boah. Hört sich besser an, als es schmeckt. Komischer Funfact zu New York, den wollte ich ja mal hier zeigen. Digga, diese Straße ist einfach nicht fertig. Hier sind Überschlaglöcher, Leute fahren trotzdem einfach drauf. Vorsicht vor den Joggern, die nutzen jede Gelegenheit, um vors Auto zu springen. Bevor wir jetzt aber zum Flughafen jetzt fahren, muss ich mich noch vollfressen. Artischock gibt's da. Pizza mit Artischock ist sowas von abartig. Junge, Junge, die Pizzen sehen auch immer dick und fett und. Oh, sieht die schmackhaft aus. Sieht die mit Artischock aus? Eigentlich gar nicht so schlecht. Und meine Pizza aus Beute. Ich habe mir so ein riesiges Peperoni-Stück geholt. Dazu eine Pizza mit Krabbenfleisch drauf und so ein Wodka-Nudelstück. Falls die Woche 2 nicht gesehen habt, es gibt Nudeln, die werden so in Anführungszeichen mit Wodka gemacht. Du schmeckst den Alkohol aber überhaupt nicht raus. Schade. Aber die Soße ist sowas von geil. Digga, was ist das für ein Monsterstück? Richtig fetter Boden. Meine Fresse. Bevor wir zum Flughafen fahren, hier einmal nochmal der Timescore für euch Schweine. War ja schon echt legendär, mal hier zu sein, auch wenn hier es extrem nach Pisse stinkt. Ich mach's so fein, Digga. Wir sind am JFK Flughafen in New York. Und glaubt ihr eigentlich, ich kann meine Pizzen einfach mitnehmen? Also ins Flugzeug, weil trinken und so verstehe ich ja nicht. Das muss alles raus, in Flüssigkeiten. Aber was spricht denn gegen Essen? Das Besondere an den amerikanischen Flughafen ist, du musst deine Schuhe einfach auch ausziehen. Küss deine Füße. Es hat wirklich funktioniert. Ich habe die Pizza durch Sicherheitskontrolle bekommen. Und immer dieses fette Peperoni-Stück da. Das kann man nicht mal hochheben, weil es so dick ist. Und jetzt geht's los, Leute. Boah, hier kommt richtig geil die Sonne rüber. Und keine Sorge, Leute, da seht ihr meine Pizza. Ich muss jetzt 6 Stunden 20 fliegen. Allerdings gibt es hier einfach so ein WWE-Programm. Wie geil ist das denn? Boah, scheiße, Leute, da kommt jetzt das Essen, also Flugzeug. Und ich muss einfach Nein sagen. Ich kann dir auch einblasen. Nein, ich zahle ja dafür. Aber keine Sorgen, meine Pizza wird auch noch schmecken. Boah, die schmeckt nach Seefrüchten. Ey, die New Yorker Pizzen sind kalt echt nicht so geil. Und falls ihr es noch vergessen habt, Leute, 4 Leute von euch können 50 Euro gewinnen. Ihr müsst einfach nur in die Kommentare schreiben, in der 4. Woche, wie viele Pizzen habe ich insgesamt in den 4 Wochen gegessen. 3. Jetzt kommt aber noch was dazu, Leute, weil ihr könnt noch was gewinnen. Und zwar dieses Schmuckstück hier von AMD. Ein absolut geiler Laptop. Also die haben derzeit ein geiles Angebot. Und zwar gibt es diesen Laptop bis zum 21.12. für 200 Euro reduziert. Quatschgelaber. Ich habe gerade gesehen, dass der Asus TUF Gaming A16 Advanced Edition gibt es für 600 Euro weniger. Und das auf alternate.de. Also noch ein besseres Angebot für euch. Also könnt ihr das Angebot sehr gerne nutzen. Gleichzeitig kann auch jemand von euch den Laptop gewinnen. Oder ihr nutzt einfach das Angebot, dann kriegt jeder von euch. Was ist aber so besonders an diesem leckeren Laptop hier? Ich persönlich nutze gerne Laptops auf Reisen. Nicht zum Beispiel durch Deutschland reise wie in Woche 3 jetzt oder auch in Amerika. Kann ich dann spontan mit so einem geilen Laptop sehr geil schneiden, immer spontan was sein muss. Sag euch, wenn du im Hotelzimmer sitzt und dann geil zocken kannst. Und vor allem mit dem Ding hier kannst du brutal geil zocken, aber brutal geil schneiden. Weil dieser Laptop läuft mit dem AMD Adventure System. Adventure System, du Fettsack. Adventure als Und das holt wirklich alles aus dem Laptop raus. Das bedeutet einfach, dass es ein Hochleistungs-Notebook oder Laptop. Es besitzt eine AMD Radeon Grafikkarte. Das optimiert einfach die Batterieleistung, gleichzeitig aber auch eine bessere Grafik. Ich meine, ganz ehrlich, ich auf 360p, das sieht nicht gut aus, Mann. Und es macht das Notebook auch schneller. Des Weiteren läuft dieser wunderbare Laptop mit die AMD Smart Technology. Das bedeutet einfach, dass der Laptop sich der Leistung anpasst, mit dem, was du halt treibst. Der Prozessor, die Grafiken, alles spielt miteinander perfekt, um dir die bestmögliche Grafik oder das bestmögliche Spielerlebnis zu bieten. Das alles auf einem leckeren, sehr leicht und immer zu handhabenden, wunderschönen Laptop. Also, falls ihr noch ein Weihnachtsgeschenk braucht, 200 Euro sparen wollt. 600, mein Freund. Dann macht das sehr gerne. Ist ein cooler Laptop und auch sehr, sehr schön. Gott, fühlt sich das geil an, hier rüber zu streichen. Ja, und ey, wenn die Batterie auflädt, ne, das sieht so cool aus. Oder ihr macht auch gerne mal ein Gewinnspiel, ne? Also alles in der Beschreibung verlinkt. Schaut da mal super, super gerne vorbei. Allerdings, Moment, Evanjo landet gleich in Amsterdam. Schickt euch schnell hin. Und ich hab's wirklich geschafft, Leute. Ich hab die Pizza nach Europa geschafft. Gott, ich wünschte, ich wäre jetzt einfach mit so einem Fingerschnippen in meinem Bett. Oh.
Gott, endlich im Bett. Oh, ich sag euch echt, Leute, ne? Ich habe den Jetlag meines Lebens wieder. Es ist jetzt 16 Uhr. Ich habe die ganze Nacht durchgemacht, weil im Flieger konnte ich nicht schlafen. Und in New York ist theoretisch jetzt so gesagt 10 Uhr. Eine Nacht ist rum und ich habe nicht gepennt. Aber ich darf auf Leben und Tod jetzt nicht schlafen gehen. Ey, früher, Leute, ich war jung. Ich habe Nächte durchgemacht und bin dann noch zur Schule gegangen. Ich war das absolut beschissenste Vorbild, das ihr euch vorstellen könnt. Nächte durchgemacht. Im Unterricht völlig halb tot gewesen. Und heute schaffe ich es, keine Nacht mehr durchzumachen. Ich habe brutalst Hunger und absolut gar keinen Bock mehr auf Pizza. Tag 16 und Pizza kann mich langsam lecken, Mann. Und ich habe mir jetzt schnell noch eine geile Pizza bestellt. Oh, Thunfisch. Die können die Amerikaner ohne Thunfischpizza legen. Oh Gott, ist Thunfischpizza lecker. Das meine ich wirklich ernst, Leute. Ich habe in Amerika nicht eine Thunfischpizza gefunden. Die Amerikaner fressen so viel Müll, aber kein Thunfisch? Ich weiß nicht, wie das sein kann, aber das ist einer der staubtrockensten Thunfischpizza, die ich je in meinem Leben gegessen habe. Aber weißt du was? Scheiß drauf. Weil es muss wirken. Ach, du heilige Scheiße. Ich bin gestern noch irgendwann gegen 0 Uhr eingepennt. Ich weiß selber nicht mehr ganz genau. Bin um 13 Uhr aufgewacht. Ich habe über 13 Stunden geschlafen. Jetzt 13 Uhr und ich habe echt verdammt Hunger wieder. Dort würde ich gern jetzt einfach normal frühstücken. Ich habe mir jetzt einen Kaffee gemacht und es gibt wirklich nur eine Pizza, auf die ich jetzt Bock habe. Und ich hoffe, ihr werdet sie auch lieben. Dafür muss ich jetzt kurz hier lang gehen. Jetzt habe ich hier die Pizza. Und es ist eine herzhafte, wirklich in Herzform Nutella-Pizza. Boah, boah. Dieser fluffe, napolitanische Teig, ne, mit so Nutella, funktioniert perfekt, sag ich euch. Das ist der Kaffee. Und ich fühle mich wie beim Bäcker. Boah, ist das lecker. Aber ja, wir haben Woche 3, Leute. Was wird diese Woche geschehen? Ich erzähl's euch jetzt. Tut mir leid, ich bin von dem Jetlag, von der Müdigkeit. Ich habe 13 Stunden geschlafen. Das habe ich noch nie in meinem Leben. Es ist einfach nur nervig mittlerweile. Ich finde es psychisch anstrengend. Man vermisst einfach nur mal zu essen. Und natürlich, das ganze Rumgereise nervt auch ein bisschen. Aber das Problem ist, dieses Rumgereise geht auch weiter. Weil ich bin heute jetzt noch in Hamburg, aber morgen gehen wir ins Auto und fahren durch Deutschland. Wir werden zum Weltmeister-Pizza fahren. Ich habe richtig krank geile Pizzen für euch rausgesucht. Das alles bis Sonntag, weil dann gibt's wieder eine komplette Wendung in Sachen Pizza. Oh mein Gott, die Weihnachtszeit fängt wieder an. Geil, ich will sogar einen Lebkuchen fressen. Ich muss euch aber mal gestehen, ich dachte eine richtig lange Zeit lang, Flammkuchen ein Nachtisch ist. Oh, unterschätzt das mal nicht hier. Auch im Norden ist mal Flammkuchen. Hm? Ich habe Flammkuchen vielleicht mal hier und da gegessen, aber noch nie bewusst gekauft. Jetzt allerdings passt es ja mega rein, weil Flammkuchen ist ja eigentlich eine Pizza. Nur ich habe mal nachgeguckt, der Unterschied zwischen Flammkuchen und einer Pizza ist, dass ich die jetzt erstmal in den Ofen schiebe, aber dass zum Beispiel der Teig bei einer Pizza ganz oft ruht, also ihr wisst schon, erst entstehen, dann backt er sich auf und dadurch wird er halt super fluffig und das ist beim Flammkuchen anscheinend nicht so. Der ist halt einfach mit weniger Zutaten gemacht als normale Pizza. Und es ist kein Nachtisch. Leider. Scheiße, Flammkuchen darf man nicht so lange drin behalten. Oh, nein. Ich finde es jetzt sehr nice, mal Flammkuchen zu essen. Was ich immer sehr geil finde, was mich auch reizt, immer neue Sachen zu machen. Oder Sachen, die einfach was Besonderes sind. Wie jetzt zum Beispiel, dass wir zu Pizzaautomaten fahren werden. Weltmeisterpizza und. Also es werden auch sehr, sehr geile Sachen im Video hier kommen. Flammkuchen, ein bisschen klein das Ding, aber wie ich mir dachte, flacher Teig, nicht fluffig, sondern unfassbar knusprig. Geil. Creme-fresh, dazu so kleiner Schinken. Grüne kleine Creme-fresh. Tomatensauce. Ich bin zwar Tomatenhasser und Anführer der Gegenbewegung gegen Tomaten. Ja, wir haben in Köln mit 2000 Leuten angefangen und dann eine Woche später waren wir bei 4000. Tomatensauce kann man machen auf Pizza. Das ist ja was anderes als eine rohe Tomate. Ich finde das aber sehr geil, mal eine Abwechslung zu haben mit lecker Creme Fraiche. Auf geht's. Tag 18. Hey, du Veganer, klau mir nicht meine fetten Zuschauer. Die habe ich über Jahre lang fett gemacht. Danke dafür. Wir steigen jetzt zusammen mal in mein neues Auto. Ich sitze jetzt hier im Tesla. Ich habe es in anderen Videos schon gezeigt, Leute, aber ich habe mir einen Tesla geliehen. Hat extrem steuerliche Vorteile, allerdings auch. Sag euch ehrlich, ich habe richtig Bock auf ein E-Auto. Und ich weiß, ein oder andere Uwe wird sagen, scheiße, E-Auto. Aber ich ganz ehrlich, Leute, ich habe gar keinen Bock. Fahrlehrer hat E-Autos auch gehasst. Einziges Problem ist, wie startet man so ein Auto? Benutzen es. Ah, so funktioniert das also. Und an Tag 18 beginnt unsere Reise durch Deutschland. Heute allerdings, wisst ihr was, ich schieb's einfach direkt vor. Wird Pizza-Automatentag. Dafür habe ich 3 Pizza-Automaten in Deutschland ausgesucht, zu denen wir heute fahren werden. Der erste ist in diesem Hotel hier vorne. Und da ist der Süße. Das ist der erste Pizza-Automat hier in Hamburg. Das sieht eigentlich ganz geil aus. Ich war ja schon bei 2-3 Stück. Und ich hätte auch gerne einfach einen eigenen Pizza-Automat. Vielleicht aber irgendwann. Weil die Dinger sind echt scheiße teuer. Es gibt ja sogar richtig viel Auswahl. Bei den Pizza-Automaten, wo ich mal war, gab es nur eine. Hier gibt es Margarita, Polo Giante, Prosciutto di Parma. Boah, es gibt aber sogar eine vegane und eine Tonno. Weißt du was? Ey, man kann sogar kalt bestellen. Aber ich will natürlich eine heiße Tonno für 10 Mäuse. Hier wird jetzt vorgeheizt. Hier kannst du dir den Prozess sehen. Dauert nur noch 2 Minuten. Und ich muss echt sagen, es schnuppert schon so richtig nach Thunfisch. 3, 2, 1. Boah. Da ist die Pizza. Hier will sie mal fressen. Unsere erste Pizza des Tages aus dem Automat. Oh, die sieht ja... Hey, das ist eigentlich ganz nett. Sogar mit so einer Vorlage hier. Okay, ich merke aber jetzt schon, der Teig ist super labbrig. Dazu hast du sogar noch ein Holzmesser bekommen. Also die Einführung ist nicht schlecht und man kann es auch so essen, aber ihr merkt schon, der Teig... Ja, aber kann auch fluffig sein. Muss nicht heißen. Also richtig durchgeknuspert ist nicht. Ist aber super, super heiß. Und hier der Käse. Ja, das macht schon Bock.
Also das Problem, die Pizza braucht safe noch 5 Minuten länger, würde ich sagen. Schmeckt auf jeden Fall gar nicht schlecht, also kann man auf jeden Fall fressen, ne? Aber ist auf jeden Fall schon sehr weich. Ich mag es eigentlich schon, aber so ein bisschen mehr verbrannt wäre schon geil. Also heute ist der Pizzautomatentag. Und was macht ihr heute so? Heute werde ich meinen Bruder pranken. Der hat sich eben hingelegt für den Mittagsschlaf. Oh, Digga, da wünscht ihr aber echt viel Glück. Ich muss jetzt nach Lübeck. Es tut mir leid an alle Lübecker, ne? Aber auf euch ist geschiss. Du Hundes. Das meine ich gar nicht gemeint. Sondern das Problem ist, ich habe gesehen, wenn wir nach Lübeck fahren zu den Pizzautomaten, müssten wir komplett einmal runter. Und da unser Auto leider nicht schwimmen kann, müssen wir nochmal nach Hamburg wieder rein und zum anderen Automaten. Deswegen habe ich jetzt einfach noch einen anderen Automaten rausgesucht, der nur 1-2 Stunden entfernt vom Automaten ist. Daher auf in den Stau! Ich bin angekommen. Nach über 2,5 Stunden Fahrt habe ich Sachen gesehen. Ich war auf Landstraßen. Es war wirklich brutal eng. Ich habe Tiere gesehen, wie Kühe und fette Menschen. Komm, gib's mir. Gib's mir einfach. Jetzt bin ich allerdings angekommen und laut Navi soll hier der Pizzaautomat sein. Aber hier ist einfach nur so ein Gewächshaus und da ist ein Häschen, aber ich sehe kein Pizzaautomat. Oh, sag mir nicht, ich bin hier umsonst hingefahren. Hier ist hier eine Tankstelle drin oder ein Fahrradladen. Und der Besitzer hat mir gesagt, der Pizzaautomat ist weg. Ihr Schweine, das ist natürlich Hacke. Trotzdem hat er 5 Sterne. Für immer und ewig denken wir an dich. Pizzaautomat im Nichts. Okay, Wendung im Falle Schwein. Ich habe jetzt gerade gesehen, Leute, auf der Map hier, ne? Ihr müsst euch vorstellen, wir waren gerade bei dem hier unten, ne? Das war der Pizzaautomat, der nicht existiert. Hier links auch einer, aber der hat auch irgendwie komische Bewertungen. Aber der hier oben, der ist für eine halbe Stunde entfernt. Der hat 3,1 Bewertungen. Letzte Bewertung war vor 6 Tagen mit 3 Sternen. Das heißt, der könnte auf jeden Fall existieren. Und der existiert, Leute. Ich hätte es nicht gedacht. Die dürfen die Pizza auch gerne in der Gaststätte verzehren. Ja, darf ich natürlich, aber ich möchte hier im Automaten das haben. Trauriges, Leute. Hier rechts ist so ein leckerer Imbiss. Lecker Currywurst, Pommes und so. Da hätte ich so Bock drauf. Guck mal, das ist leckere Pizza. Boah, guck mal, der hat sogar. Oh Gott, der hat sogar andere Pizzen hier. Oh, was nehme ich denn auch mit Käse, mit Salami? Jetzt kann ich hier sogar noch so einen Jackpot ausfüllen. Ich versuche mein Glück. Keine Pizza, keine Pizza. Aber Duschgel, um mich eigentlich zu waschen. Du stinkst! 2, 1. Da ist die Schnecke. Diesmal habe ich mir eine andere Pizza genommen und zwar Pizza Picante. Da stand XL. Alles Lüge. Ist aber nicht kleine Pizza. Sieht aber diesmal viel fettiger, feiler aus. Oh, der Käse, der Käse, der Käse, der Käse. Bei der anderen Pizza war es, habe ich ja gesagt, echt viel zu weich. Hier könnte es eventuell besser sein. Diesmal wirklich besserer Teig. Salami Picante heißt ja mit Jalapeno-Stückchen drauf. Weil, echt eine gute Automatenpizza, muss ich sagen. Aber, dann gibt es hier noch 7 Minuten, Leute. Aber ganz ehrlich, wo sind eigentlich mal diese Pizzaautomaten? Was ist das wieder für eine absolut gruselige Gegend? Wir haben es geschafft, Leute. 3 Pizzaautomaten an einem Tag. Allerdings ist das mal ein ganz anderer. Ich habe die Vermutung, die benutzen Hinsa-Teig. Das ist ein Teig, der etwas fluffiger sein soll. Aber es hat eine andere Marke. Vielleicht schmeckt es jetzt noch. Obwohl, ähnliches Prinzip vom Bildschirm her. Oh, was gibt es hier? Oh, alles schon fast ausverkauft. Digga, der Automat läuft. Wir haben noch eine Grillgemüsepizza und eine Quattro Formaggio. Ach, die ist mit extrem viel Käse. Man muss aber sagen, die ist billiger. Die kostet hier nur 6,90. Bei dem anderen wollte er 10 Mäuse haben für eine Pizza. Oh, was? Die kommt von oben diesmal raus. Angekommen im Hotel. Grillgemüse habe ich mir genommen. Ah, die ist ein bisschen kalt schon geworden. Boah, die fühlt sich ja richtig schwer an. Okay, entweder ich gebe mir das jetzt ein. Der Rand ist halt wirklich fluffiger, wenn es wirklich ein Pinserteig ist. Geiler Teig, oder? Grillgemüse. Ja, ist halt ein Hammer. Dann wird mein Leben jetzt verändern. Aber schlecht schmeckt es nicht. Morgen allerdings will ich mit euch zusammen zum Weltmeister Pizza Bäcker. Hin vor! Oh, guten Morgen, ihr Schweine. Alter, ich muss echt sagen, ich stehe jeden Morgen auf und denke mir jedes Mal, boah, hätte ich Bock, eine Bank auszurauben. Ja. Das machen. Okay, Jungs, Alter, ihr würdet wirklich alles mitmachen, oder? Würdet wahrscheinlich sogar meine Socken essen, oder? Auf jeden Fall Stinkesocken. Ach, ihr Schweine, ich bin todmüde, ey. Jeden Tag gefühlt nur 4-5 Stunden Schlaf seit dem New York Trip, weil ich einen absoluten Jetlag habe. Und dann immer wieder Pizza fressen und Pizza fressen. Ihr merkt doch, ich habe schon wieder hier einen neuen Pickel bekommen, da einen Pickel. Ey, es ist halt so abartig. Ich bin zwar schon hässlich und jetzt noch brutaler, ist es halt wirklich nervig, ne? Diese Pizzen machen mich langsam psychisch fertig. Oh, Leute, wir schaffen es. Ich hoffe, wir schaffen es noch. Aber wer von euch hat jetzt Bock auf eine weltmeisterliche, geile Pizza? Weil es gibt eine Weltmeisterschaft in Pizzaback. Und ihr werdet nicht glauben, ein Mann aus Deutschland hat gewonnen. Dieser Mann hockt in Ingelheim. Dort ist eine Pizzeria, die heißt Capri Pizza. Nicht Capri Pizza. Sorry, Capri Pizza. Und die soll der absolute Hammer sein. Ich meine, es ist der Weltmeister. Ich will die Messlatte nicht zu hoch heben, aber ich hoffe, es wird sehr, sehr geil. Okay, scheiße, Leute. Der Weltmeister Pizzabäcker muss warten. Ich habe so asozial Hunger. Ich halte es nicht mehr aus und bin hier gerade im Stau. Wir müssen Boxen stoppen. Okay, Leute, ich halte es nicht mehr aus. Ich muss euch eine Frage stellen. Und zwar würdet ihr eigentlich sagen, Lahmacun. Ihr wisst schon ganz genau, was ich meine beim Dönermann. Zählt das als Pizza? Weil theoretisch gesehen sagen ja auch Leute immer türkische Pizza. Aber was sagt ihr? Machen wir eine Abstimmung. Ja, die Abstimmung habe ich gemacht, Trimax. Und die Leute auf Instagram sagen zu 70% nein, aber 30% ja. Da dachte ich mir, ey, die labern doch scheiße. Weil ich schwöre es euch, beim Dönermann steht ja sogar Pizza drauf. Da war ich jetzt in irgendeinem random Dorf bei einem Dönermann. Der Spieß sah grausam aus. Das war eine absolute Glatze. Das war komplett pures Hackfleisch. Und jetzt habe ich hier einen richtig fetten Lahmacun. Aber das werde ich nur einmalig machen. Weil an sich, ich sehe es auch als türkische Pizza irgendwo. Aber ich verstehe natürlich, wenn man sagt, hey, so eine richtige Pizza ist das vielleicht in dem klassischen Sinne nicht. Ah, guckt euch an, das meine ich, Leute. Ne? Es ist halt wirklich genau dieses Hackfleischstück. Und Soßen wurde zum Glück auch nicht gespart.
Gott, das Brot ist so trocken, Mutter Maria. Gott, ist das ein schlechter Lachmacun. Nein! Ich sage euch ehrlich, falls ihr ein Problem damit hattet, dass ich gerade einen Lachmacun gegessen habe, ne, dann klären wir das einfach. Ist gar kein Problem. Und zwar, wie wäre es am 22.12. um 19 Uhr? Kommt ihr genau an diese Adresse hier, die ich gerade hier einblende? Kommt doch einfach dahin, dann klären wir das. Genau hier, ne? Hier, merkt euch die Adresse am besten. Ich hau den Kindern dann auf die Fresse. Oh nein, Leute, es ist absoluter Stau hier. Oh Mann, ich bin doch nur zu Pizza-Weltmeister. Zum Glück habe ich diesen Lachmacun reingeschoben. Jetzt bereue ich ihn erst recht nicht, weil sonst wäre ich hier wirklich verhungern. Dann müsste ich noch die Straße lenken. Und ich bin in Ingelheim gelandet. So sieht's hier aus. Und genau hier, Leute, ist der Weltmeister-Pizza. Da ist der Francesco. Und hier kriege ich sie bei Pizza Capri. Und da ist die heiße Ware. Ich gar nicht lumpen lassen. Direkt zwei Stück geholt. Wenn wir schon mal im Weltmeister-Pizza-Bäcker sind, dann wollte ich natürlich richtig zuschlagen. Die erste Pizza, die ich geholt habe, Leute, ist die Weltmeister-Pizza, mit der er auch gewonnen hat. Es ist eine Buffalo Mozzarella. Mit der hat er damals wirklich den Wettbewerb gewonnen. Cool ist das eigentlich, ne? Ich meine, wir Deutschen haben einfach einen Weltmeister-Bäcker bei uns. Vielleicht sind die Erwartungen jetzt ein bisschen hoch, ne? Aber scheiße, sieht die verdammt geil aus. Alter, hab ich Bock auf die. Och Gott, werde ich mir den genehmigen, Leute. Wir waren irgendwie wirklich, das ist keine Lüge, mindestens 2-3 Stunden im Stau. Es war ganz abartig. Wir haben es 21 Uhr schon. Oh mein Gott, brennt die noch lecker. Diese Fluffigkeit an. Oh, ich habe jetzt leider nicht zum Schneiden, deswegen muss ich so machen. Sorry, Herr Weltmeister. Oh, oh, das wird gut. Ah, oh. Oh, schön durch das Ding. Boah, guck mal an, wie schön knusprig lecker das ist. Ein napoletanischer Teig, wahrscheinlich derzeit der beliebteste, aber auch einfach einer der besten Teigs. Ich bin mal Fan von Pizzas, die ein bisschen anders sind. Ob es fetter sind oder die amerikanischen bin ich ein bisschen hängen geblieben, ne? Das die Mozzarella finde ich zwar cool, aber ich sag mal so, wenn es keine Tomaten... Ich habe nicht die Tomaten, das muss man mal feststellen. Aber eine andere Soße finde ich auch mal ganz, ganz geil. Aber hier ist das schon wirklich lecker. Mm. Aber jetzt bin ich umgespannter, Leute, die zweite Pizza jetzt zu zeigen. Und bei der zweiten, ich habe mich ein bisschen ausgetobt, weil da gab es noch eine Pizza Gusto. Lecker mit veganem Hackfleisch. Hackfleisch, Zwiebeln, in der Regel sogar noch Spinat drauf, da haben wir gesagt, komm, und Schinken. Hört ein bisschen komisch an, aber ich sage euch ehrlich, einer meiner leckersten Pizzen, die ich hier hatte, ich schwöre es euch, war mit so einer Barbecue-Hackfleisch-Sache, die war richtig lecker. Hier ist jetzt kein Barbecue drauf, ich glaube, das kannst du auch einen Pizza-Weltmeister nicht bringen. Was macht ihr denn so auf Pizza drauf? Natürlich meinen weltberühmten Thunfisch-Protein-Shake. Digga, die ist ja richtig verkokelt. Geil ist das denn? Das sieht dasselbe mit Barbecue-Sauce, sage ich euch ehrlich. Aber man merkt, es ist geile Qualität. Also da wurde kein Scheiß benutzt oder so. Mhm. Also ich glaube, was es am meisten ausmacht, ich habe jetzt nicht alle Belege getestet und so, aber sein Teig ist einfach geil, Digga. Sein Teig ist fluffig, sein Teig beißt rein. Man kaut da drauf sehr, sehr gerne rum. Also der Teig ist schon wirklich Weltmeister. Und ihr denkt wahrscheinlich, ey, es ist die Weltmeister-Pizza. Warum drehe ich jetzt nicht so geisteskrank durch? Es liegt daran, dass ich seit 19 verschissenen Tagen Pizza esse, Leute, und langsam einfach nur noch ruhig drehe. Das ist ein Privileg, dass ich fressen darf. Einige Menschen können das gar nicht. Aber du drehst irgendwann durch. Ich bin vielleicht nach 19 Tagen nicht der beste Kunde mehr. Hallo Leute, Tag 19. Ich hatte eine grausame Nacht mal wieder, nur 4 Stunden oder so gepennt. Ich muss euch dazu sagen, jedes Mal, Leute, wenn ich reise, dann gehe ich in die billigsten Hotels teilweise. Einfach nur, weil ich mir denke, ey komm, ist doch eh nur eine Nacht. Problem ist, ich glaube, man sieht es hier noch so ein bisschen im Gesicht, Leute. Ich hatte heute Morgen so einen abartig üblen Ausschlag überall im Gesicht. Ich weiß nicht, ob die Bettdecke vielleicht schmutzig war oder sonst was. Das ist auch nicht so geil gewesen. Oh Leute, ich sag euch echt, ich habe keinen Bock mehr. Ich habe natürlich was Geiles hier rausgeholt. Ich befinde mich gerade in Mainz auf einem McDonalds-Parkplatz. Musst du gerade noch auf Toilette? Danke, McDonalds. Und wir müssen Sonntagabend auf jeden Fall wieder in Hamburg sein, weil unser Flug am Montag geht um 6.30 Uhr. Wenn da alles jetzt gut geht. Gott, Leute. Und da ich euch gestern so vollgelabert habe mit so fettig geilen Pizzen, dieses Barbecue-Ding, bin ich jetzt einfach bei Pizza Hut gelandet. Genau hier kriegen wir das ja. Fettig, geil, amerikanisch. Oh, komm her, du Barbecue-Schnecke. Oh, da ist das geile Ding. Ich hatte richtig Bock, ich hatte gedürstet danach und euch gestern schon zugelabert. Oh, so eine geile, fettige Pan-Pizza. Mhm. Alter, jeder Biss spritzt so viel Fett in meinen Mund. Die Pizza wird in einer Pfanne gemacht. Genau wie die Detroit-Style-Pizza, die wir Woche 2 behandelt haben in New York. Behandelt haben. Ja, so ein Patient. Wir haben die gefressen wie ein Fettsack. Und die wird an der Pfanne gemacht, dadurch ist der Rand schon knusprig und innen sehr weich. Und Alter, ich tu mir gerade eine Reaction an von Gio auf das JBB 2014. Bonchboss, ach, Legende. Alter, Leute, ich würde so viel geben, ne? Jetzt einfach lecker Spekulatius zu fristen. Okay, scheiße, Leute. Absolute Notfallmeldung für euch. Erstmal, ich habe mir was richtig Krankes bestellt. Das wird gleich sehr, sehr lustig für euch. Aber eine andere Sache. Ich möchte ja nächste Woche wegfliegen an einen Ort. Und gerade kam eine Meldung rein, dass es da ein Erdbeben gab. Also noch nicht so extrem, 4,2 war es. Im Vergleich, ich glaube, der Türkei war es 8,2. Also, sage ich mal, keiner zu Schaden gekommen, es ging nichts kaputt und so, aber es ist ja schon nicht geil so. Und außerdem ist da ein Vulkan, der, wo Experten sagen, der ist kurz im Ausbruch. Das ist jetzt keine Panikmache oder sonst was, Leute, sondern einfach das, was halt in den News steht. Und ich bin jetzt gerade so ein bisschen am Kacken, so, was mache ich jetzt? Also ich werde wahrscheinlich trotzdem, überlege ich hinzufliegen, aber eine andere Stadt und dann vielleicht mit dem Auto kurz dahin oder so. Ich muss halt in diese Stadt, ich muss. Das ist, was Pizza angeht, muss man in diese Stadt. Und wenn wir einmal Pizza essen, müssen wir dahin. Außer der Vulkan bricht dann wirklich aus, dann können wir nicht hin. Das ist ja dann völlig unmenschlich. Aber kommen wir jetzt zur Pizza, die ich bestellt habe. Eine Spaghetti-Pizza. Gott, oh Gott. Mein 12-jähriges Ich hätte es jetzt sehr gefreut. Aber auch mein Fettzeug ich jetzt.
freut sich. Ja, okay, geht, bin ich ganz ehrlich zu euch. Ich mag Sachen ausprobieren. Das sieht irgendwie echt falsch aus. Obwohl der Teig eigentlich ganz interessant aussieht, aber was ist ja. Oh Gott. Oh nein. So wie Tomatensauce. Warum macht man so wie Tomatensauce auf Bolognese? Oh nö. Das ist essbar. Ich habe verdammt Hunger. Deswegen wird es jetzt gefressen. Guten Morgen, Mainz. Gott, ihr seht auf meiner Stirn. Ich glaube, jetzt sieht man es richtig gut in der Kamera. Ich habe richtig krassen Ausschlag am Kopf. Wir fahren jetzt zurück nach Hamburg, ne? Weil wir müssen ja morgen den Flug um 6.30 Uhr nehmen. Ich habe jetzt noch schnell eine Pizza besorgt, weil das wird eine lange Rückfahrt. Das heißt, wir werden irgendwo nochmal Pizza essen fressen gehen. Ich hatte echt gar keinen Bock jetzt auf morgens irgendwas übertrieben Fettiges. Ganz simpel, ganz lecker. Pizzabrot. Ich habe mir das bei einem Italiener geholt, der mit dem Holzofen wirbt. Das macht vielleicht so einen rauchig leckeren Geschmack. Geil aus, schön Käse. Boah, ich liebe Pizzabrot. Boah, das brennt noch brutal, ja. Das ist schon lecker. Ein bisschen fluffiger wäre noch geiler gewesen, aber. Wollen wir mal essen? 5 Stunden dauert es jetzt zurück nach Hamburg. Aber das Pizzabrot wird mich an. Und das tut's mit der Reise. Es ist fast 20 Uhr, Leute. Der Hunger jagt mich nach über 4 Stunden Autofahrt. Mache ich kurz ins Boxenstopp hier Hannover. An einer Tankstelle. Ich hatte genau eine Sache im Kopf, ne, und habe gehofft, sie haben es an der Tankstelle. Und sie hatten es. Beefy Pizza Snack. Also so eine Mini-Pizza, könnte man sagen. Aber halt mit Beefy gefüllt. Ich habe mal 24 Stunden nur Beefy gegessen. Da war ich sogar bei der Beefy-Fabrik, wo Beefy hergestellt wird. Und deswegen kenne ich mich, was Beefy angeht, richtig gut aus. Und ich wusste, die haben sie kleine Pizza. Und die Tankstelle hat sie auch angeboten. Boah, es riecht wirklich. Beefy hat auch so einen einmaligen Geruch irgendwie. Leider ein bisschen trocken. Da ist halt Tomatenmark drin. Ein bisschen Wurst. Ist ja nicht so leicht eine Pizza. Aber chill, hier ist ein Pizzasnack drauf. Dazu muss ich mir was anderes holen. Und zwar einen unglaublichen Kakao. Ich bin ein absoluter Kakao-Junge. Ich liebe Kakao. Und nach 4 Stunden Autofahren, oh, schmeckt der himmlisch. Endlich zurück in Hamburg. Es ist allerdings schon kurz vor 23 Uhr. Ich habe meinen dicken Move gemacht. Anscheinend irgendwie Pizza zu bestellen. Ich schwöre, ab 23 Uhr kann eh nichts mehr Gutes kommen. Habe ich mir zum Glück leckere Pizza-Baguettes geholt. War lecker mit Thunfisch. Habe ich früher als Kind so oft gegessen, ne? Alter, perfekt, wenn es mal schnell gehen muss. Aber es ist Zeit, meine Tasche zu packen. Müsst ihr morgen früh den Flug nehmen. Wisst ihr was? Ich packe in den Rucksack eine Boxershorts. Ganz, ganz wichtig. Und das Einzige, was ich brauche, ist dieser Fahrradhelm. Falls ich spontan eine Fahrradtour mache. Um 6.30 Uhr geht der Flug. Und wie es weitergeht, dann ist hoffentlich jetzt Teil 4 eingeblendet. Vielleicht ein anderes Video, aber Teil 4 kommt dann nächste Woche. Von daher lasst auf jeden Fall ein Like da. Abo auf dem Kanal, damit ihr mitbekommt, wann das nächste Video kommt. Glocke kann auch nicht schaden. Aber wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Haut rein, Leute. Tschüss.